neue bei Poppy Playtime. Ich bin viel schlimmer als Huggy Wuggy. Und ich bin hier in die Stadt gekommen und werde die ganze Stadt aufessen, eine nach den anderen. Vor allem Dandy Buffalo und den Verräter Huggy Wuggy, der jetzt nett geworden ist. So, ich gehe zu dieser Polizeistation. Da fange ich an, meine Opfer zu essen. So, wir haben ein sehr großes Problem. Unser Keller ist komplett leergeräumt. Hier ist ja gut, wir haben hier ein paar Sachen, aber wir haben keine Rüstungen für den Notfall. Und hier ist auch alles leer. Wir haben nur noch das hier. Naja, ein altes Modell aus der Steinzeit ist das hier. Ah, Hilfe! Hilfe, Herr Polizeikommissar! Oh, etwas greift uns an! Hä? Was ist denn hier los? Hilfe! Wird die Polizeiwache gerade angegriffen? Das kann nicht sein. Was ist hier los? Kommen Sie nicht näher! Hier ist so ein pinkes Monster, Polizeikommissar! Keine Ahnung! Was? Hä? Wo ist Jeremy? Wo sind die Leute? Warte mal. Was ist das denn? Oh, was war das denn? Ah, wie eklig. Was ist das denn für ein Monster? Was zum Henker hat sie etwa meine Polizisten aufgegeben? Oh, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Wir müssen Dandy und Buffalo anrufen, so. Oh, Huggy Wuggy, mega cool, dass du uns besuchen gekommen bist. Ja, ich habe richtig Bock, mit euch abzuhängen. Oh, nice, Buffalo. Wie cool ist das denn? Ja, voll cool, aber... Ja? Sag mal, das Telefon klingelt. Oh, du hast recht. Ich geh mal ran, wird bestimmt nichts Wichtiges sein, so. Hallo? Hallo, Dandy, ist der Polizeikommissar. Wir haben ein sehr großes Problem. Irgendein pinkes Spinnending mit langen Beinen greift die Polizeistation. Ah, Hilfe! Ja, und dann haben wir... Was genau, ja? Was? Wer war das? Was redet ihr denn da? Was ist denn hier los? Es war der Polizeikommissar, der hat gerade rumgeschrien, er meinte irgendwas Pinkes, Spinnenartiges, mit langen Beinen greift die Polizeistation an. Meint er vielleicht Kissy Missy? Nein, etwas Spinnenartiges. Wieso pink? Ja, aber spinnenartig, mit langen Beinen. Aber die Beinen. Hat lange... Aber die, nicht... Ja, guck mal, die haben auch lange Beine. Seid mal ruhig, ihr Kleinen, so. Das wird wohl, Mami Longlegs sein. Mami was? Mami Longlegs? Genau, das neue Monster bei Poppy Playtime, Chapter 2, die ist viel, viel schlimmer als Kissy Missy und ich zusammen. Wir haben ein sehr, sehr großes Problem. Ich bin warte da mal... Warte mal, wir haben ein Problem? Warte mal. Dandy, was machen wir jetzt? Huggy Wuggy, wir gehen jetzt in die Stadt und gucken uns das gemeinsam an, Freunde, ob denn überhaupt Huggy Wuggy recht hat mit dem, was er sagt. Und lasst ein Like auf dieses Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Freunde. Und schaut das Video bis zum Schluss, damit ihr Mami Longleg nicht verpasst. So, dann wollen wir mal ab in die City mit den City-Rollern. So, ich mache hier mein Ding hier. So, ich nehme auch mal meins. So, dann fahre ich mal in die Stadt. Und dann wollen wir mal gucken, ob wirklich so eine komische, pinke, was auch immer hier in der Stadt ist. So. Wo ist es? Ah! Wo meint ihr das? Wo denn? Ich sehe da was, warte. Ah, da krabbelt was. Da, ja, da krabbelt was. Ah, ist das eklig? Wer ist das, Huggy Wuggy? Das ist Mami Longleg, wie ich gesagt habe. Die ist sehr, sehr schlimm. Ah, guck mal her, Buffalo. Die sieht da richtig eklig aus. Ja, die ist richtig. Aber die sieht uns nicht. Aber Huggy Wuggy, hast du eine Idee, wie die... Ich werde sie besiegen, keine Sorge. Let's go, Mami Longlegs. Ich bin der Wahre bei Poppy Playtime. Wow, die kämpfen. Huh? Aber Huggy Wuggy hat gar keine Chance. Guck mal, wie stark diese Mami Longlegs ist. Ja, die ist richtig stark. Oh mein Gott, aber Huggy Wuggy macht auch Schaden. Nicht schlecht, Huggy Wuggy. Ja, aber also, gut. Huggy Wuggy hat schon ein bisschen Schaden gemacht. Ja, Huggy Wuggy. Oh nein, er verliert. Nein. Oh, oh. Oh, der Trolltäffel gedroppt. Wir brauchen die. Warte, komm zurück, komm zurück. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Okay. Wir brauchen diese Goldäpfel, Freunde. Das sind OP-Goldäpfel. Was macht die da? Was macht die da? Die isst vielleicht Huggy Wuggy gerade auf. Oh, ja, ich bin nicht nur die Äpfel. Lauf! Die dreht sich um. Oh Gott, okay. Die dreht sich um, ja. Oh mein Gott, Freunde. Was machen wir denn jetzt?
wie können wir die besiegen? Die hatte voll viel Leben. Und wenn Huggy Wuggy, der macht mehr Schaden als eine Lasergun, die nicht da besiegen konnte, was machen wir denn jetzt? Die bewegt sich wieder. Haben wir überhaupt noch Ausrüstung oder irgendwas? Hast du eine Idee? Weil das... Oh. Das ist eklig. Ich habe eine Idee, warte. Die Idee ist, dass wir zu Merlin gehen und ihm um Rat... Merlin? Ja, der hat doch bestimmt so einen Zaubertrick drauf und dann können wir die easy besiegen, oder nicht? Denkst du, der hilft uns noch? Warum sollte er uns nicht helfen? Ich hab ihm ein Date letztens geklärt. So, pass auf, die kommt! Die ist so eklig! Die kommt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, ist die schlimm. So. Dann wollen wir mal ab. Lass mal hier parken. Oder? Nee, lass da hinfahren. Okay, lass hinfahren. So. Und Merlin! Altes Haus! Oh nein, bitte nicht! Merlin, was geht ab? Wo ist Buffalo? Ah, da bist du ja. Wir haben ein sehr, sehr großes Problem. Hört mal, ich bin es leid, eure Probleme anzuhören. Geht woanders damit! Hör mal, Merlin, du bist ein Teil der Stadt und jeder muss sich hier anstrengen, dass die Stadt in Sicherheit bleibt. So. Und zwar, Merlin, wir haben ein Problem. Mommy Longlegs, ein richtig gefährliches Monster, ist in die Stadt gekommen und wir brauchen deine Zauberkräfte, um sie zu besiegen, weil sie hat viel zu viel Leben. Also, was habe ich davon? Buffalo? Was können wir denn ihm anbieten? Weiß nicht, hat er sich mal irgendwas gewünscht, was wir ihm schenken können oder irgendwas erfüllen? Einen Wunsch erfüllen? Was wünschst du dir denn? Ihr wisst doch, was ich möchte. Ich möchte ein Rendezvous, also ein Date. Ein Date? Wir können ja ein Date mit Kissy Missy klären. Ist die hübsch? Aber klar, doch, also, wie die heißt, Kissy? Das steht ja. Die macht auch sehr gerne Umarmungen und so. Genau. Die kuschelt gerne. Und Kissy heißt ja Kuss und Missy ist ihr Nachname. Also die muss dir gefallen. Okay, abgemacht. Oh Gott, gut, dass sie nicht weiß, dass Kissy Missy ein Monster ist. Ja, stimmt. Alles klar, hier, nimm diesen Kristall. Mommy Longlegs Gefängnis. Easy peasy. Danke, Merlin. So, dann wollen wir mal. Und denkst du, das funktioniert echt? Ja, aber... Wir brauchen aber eine Ausrüstung, um sie zu schwächen. Ich meine, der Professor hat irgendwas eine neue Lieferung bekommen. So, let's go. Oh, ist sie da noch? Lass mal gucken, ob die da noch ist. Ja, lass mal langfahren. So. Ja, die ist da! Rückwärtsgang! Also, rückwärtsgang! Schnell umdrehen! Wenden, bitte wenden! Bitte wenden! Let's go! Alter, die ist echt gruselig! Also, das ist einer der gruseligsten Monster, die wir bis jetzt hatten, Buffalo, oder? Ja, die ist richtig gruselig. So, wie, hast du gesehen, wie sich die Beine bewegen? Ja, richtig eklig, wie so eine Spinne. So, dann wollen wir mal in den Keller gehen und uns ausrüsten. Let's go. Und dann werden wir Mommy Longlegs für alle mal besiegen. So. Ich mach hier das links. So, Lazy. Und das hier. Oh. Das hier. Eieiei. Ah, du hast mir so ein Ding genommen. So, bitte. Ein paar normale Goldäpfel wären auch nicht schlecht. Nehme ich mir mal so viele. So, das sollte reichen, Freunde. Lasst ein Like da, wenn ihr euch jetzt auf den Kampf mit Mommy Longlegs freut. Und abonniert den Kanal. Und wenn ihr mehr von Mommy Longlegs sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Dann wissen wir Bescheid. Aber ich glaube nicht, dass sie nach diesem Kampf noch irgendwas machen wird. Deswegen, let's go. Buffalo, bist du da? Wo bist du? Ich bin draußen. Ich bin auch auf meinem Motorrad. Let's go, Freunde. Ab in die City. Let's... Wow! Oh! Es ist dunkel geworden. Es ist Nacht geworden. Oh Gott. Lass mal auf den Kuchen lang gehen. Ich hoffe, sie weiß, dass wir kommen, Buffalo. Okay, warte. Wo ist sie? Da ist sie. Okay, Freunde. Wollen wir... Oh! Mist, ich bin runtergefallen. Pass auf. Nicht, dass sie dich sieht. Ich will wissen, wie viel Schaden die macht, Buffalo. Mommy Longleg! Verzieht euch oder ich werde euch aufessen! Und Angriff! Oh, die macht mich blind! Oh mein Gott.
Oh mein Gott, Buffel, die ist gruselig. Pass auf, pass auf, pass auf! Ja! Die ist gruselig! Ah, ich seh nix! Ich seh Sterne! Oh! Oh mein Gott! Mach, das sieht so gruselig aus! Die dreht sich auch so! Macht die viel Schaden? Ja, die macht sehr viel Schaden! Oh ja! Obwohl wir die stärkste Ausrüstung im Spiel haben, macht sie Schaden! So! So! Mami Long Legs! Wir werden dich besiegen und einsperren! Ihr habt keine Chance! Ich bin das mächtigste Wesen in Poppy Playtime! Okay, wir müssen ja auch. Hast du das Gefängnis? Ja, ich hab's parat. Halt das Gefängnis bereit. Ich seh nichts, Warte, ich muss blindness erstmal. Das muss weggehen. Okay, ich seh wieder was. Okay, Buffalo, kümmere dich um sie. Und. So? Komm schon noch ein bisschen, die muss ein bisschen mehr Leben verlieren. So, wie viel? Reicht das? Nein, das reicht noch nicht. Oh, ich seh nichts mehr. Wo? Da, die ist direkt hinter dir, Ach, da? Okay, jetzt kann ich angreifen. Okay, Mami Longlegs, dein letztes Stündlein hat geschlagen! Ich hab sie! Ja! Das hat funktioniert? Lass mich raus, ich bin da erst jetzt gekommen! Das kann doch nicht sein! Ich bin das stärkste Wesen! Ja, es haben vor dir schon viele andere Monster gesagt, aber gegen uns hat niemand eine Chance, Freunde. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss! Tschüss!